Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich hier zu unserem neuen Format, will ich mal so sagen, dem Sortenbericht. Und ja, warum will ich das machen? Wie ihr wisst, bin ich auch selber Cannabis-Patient. Und für mich ist es einfach auch wichtig, anderen Leuten mitzuteilen, was für Sorten gibt es, gibt es neue Sorten, wie sehen die Sorten aus, für was kann man die benutzen, was für ein Terpenprofil haben die und so weiter. Und darum geht es hier in unserem Sortenbericht. Und ich freue mich, dass ihr hier beim ersten Teil unseres Sortenberichts dabei seid. Ja, Royal Gorilla, auch unter dem Namen Way 23.1, ist bereits seit dem 27.12. letzten Jahres in den deutschen Apotheken erhältlich. Leider nur in den deutschen. Und ja, ich habe es hier vor mir stehen und möchte heute Royal Gorilla mit euch unter die Lupe nehmen. Und was man noch dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich weiß, dass es unbestrahlt ist. Das ist mir immer ganz wichtig bei Blüten. Und ich schaue mir das mal an. Es sieht schon mal sehr gut getrimmt aus. Ich würde jetzt mal den ersten Geruch als fruchtig-erdig einstufen. Nicht ganz so diesellastig, wie man es eigentlich von Gorilla Strains gewohnt ist. Es riecht sehr interessant und ich freue mich schon mit euch, das jetzt mal unter die Lupe zu nehmen. Ja, wie man hier sieht, die Buds sind limettengrün und haben eine hohe Dichte an milchigen Trichomen, soweit ich hier sehen kann. Die Blüten können einen THC-Gehalt von bis zu 23% aufweisen, laut dem Hersteller. Aber unsere Blüten haben hier im Test 21,7% THC. Ja, bei unserer Apotheke wurde der Strain als sehr patientenfreundlich bepreist und liegt so im Schnitt bei 8,90 Euro das Gramm. Zumindest bei der grünen Blüte. Wir haben jetzt nicht alle Apotheken verglichen. Also somit ist der Gorilla Strain eigentlich einer der günstigsten am Markt, bei dieser Potenz auf jeden Fall. Also der Strain ist eher leicht sativa dominant und wirkt aktivierender als andere Gorilla Strains. Ja, die Sorte ist ideal für mittags, nachmittags und abends, also im Grunde für den ganzen Tag geeignet, insbesondere auch bei Schmerzen und ADHS. In der Regel stammen diese Gorilla Strains von Nathan Green aus Kanada. Bei Royal Gorilla hingegen stammt von Sourdough Chemsis und Chocolate Diesel ab. Obwohl, wie gesagt, bei diesem Strain der Diesel-Geruch oder Geschmack eher abgeht. Ist übrigens von Royal Queen Seeds. Ja, Royal Gorilla wird durch Farmer Growers in Südafrika angebaut. Es handelt sich hier um von Hand getrimmte Blüten. Die werden übrigens hängend getrocknet und werden auch sehr lange gecured. Pharma Growers steht übrigens für einen fairen und ressourcenschonenden Anbau und fördert die Bildung unterprivilegierter Kinder von lokalen Bauernfamilien. Das finde ich auch noch sehr erwähnenswert. So, und hier seht ihr jetzt noch das Terpenprofil von Royal Gorilla mit einem sehr hohen Anteil von Beta-Carophyllen von 25%. Und Humulen mit 14%, Limonen mit 21% und Mykren mit 12%. Und da gibt es natürlich noch andere mit 28%. Also wichtig zu erwähnen ist auch, dass bei diesem Royal Gorilla Strain das Limon das zweitdominanteste Terpen ist. Also bei anderen Gorilla Strains ist es eher so das Mykren. Zusammenfassung: der Royal Gorilla ist also ein sativa-dominanter Hybrid von Royal Queen Seeds mit einem THC-Gehalt von bis zu 23% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Und der Terpenanteil liegt bei 1,5% mit einem Geschmack, der eher in die fruchtig-erdige Richtung geht und weniger diesellastig ist wie gewohnte Gorillasorten. So! Jetzt kommen wir noch zu meinem persönlichen Resümee. Also ich finde, man kann das sehr gut konsumieren also gegen Schmerzen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es gegen meine Schmerzen wirklich sehr gut hilft. Ich habe auch aber das Gefühl, dass man es sehr gut trotzdem tagsüber konsumieren kann. Also es macht jetzt nicht so schläfrig, wie ich das oft von anderen Sorten gewohnt bin.
Obwohl es, und das wäre mein nächster Punkt, eine eher starke Sorte ist. Also ihr habt es ja auch an den Trichomen und so gesehen und man merkt es auch beim Inhalieren, dass es doch gut auf die Lunge drückt, dass es also eine eher starke Sorte ist. Und was mich besonders bei dem Strain hier, bei dem Gorilla, Royal Gorilla gefreut hat, ist dieser fruchtige Geschmack, den man eigentlich so von dieser Sorte gar nicht kennt. Also der hat mich wirklich überzeugt. Also ein ausgewogenes Geschmackserlebnis würde ich das jetzt mal beschreiben. Und zudem, ich kann jetzt natürlich nur von der Apotheke sprechen, von der ich hier habe, von der Grünen Blüte, ist es noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was diese Sorte ausmacht. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund.